Ja, hallo liebe Freunde bei einem neuen Szenario. Wir haben heute das Szenario von Avalanche. Es ist leider auf Englisch. Ja, ich weiß nicht mehr, was Sie genau machen müssen. Halten Sie an, Tempo Avalanche Stop. Also, fahren wir mit dem Zug weiter nach vorne. Daher Richtungswende ein. Dieser ein. Haben wir hier so Geschwindigkeit 30, das würde stimmen. Das ist der Hauptschalter. Gut. Handbremse lösen. Aber dann kann es eigentlich schon losgehen. Der wäre noch wichtig. Dann fahren wir doch mal. Schön verschneiten Ländle hier. Dieser Zug daherkommt.
Ja, wir sind viel zu weit gefahren. Ist dieses Ding jetzt weg? Nee. Weiterfahren. Komisch. Komischer Kampf, dass die Stiefel durchfahren. Ja, ohne dass man nicht weiß. So ein super Szenario. Hoch, müsste hier halt. Moment. Dieses Bahnsteig 2. Das ist nicht eingefallen. Was schief. Ja, wir starten das Szenario nochmals kurz. Neustart des Szenarios. Ja. So. Also nochmals von vorne. Ja, hier hätte man eigentlich auch irgendwie eine bessere Beschreibung machen können. Bin ich der Meinung. So ein bisschen besser beschreiben, was man hier machen muss. Denn ja, es ist alles ein bisschen konfus. Zurückfahren.
ja hier unter uns. Und dann in die andere Richtung. Oh, so. Dann wir hier nicht weiter können. Oder so. Wäre ja eigentlich realistischer gewesen. Ja, es ist ein bisschen kommen, auf das Stehhügel durch brausen. Was auch etwas komisch ist. Ja, ist nicht ganz Realität. Das muss ich jetzt. Ich sehe dich schon so. Wir müssen ja jetzt in die andere Richtung.
so hoch. Das wäre ein cooles Szenario eigentlich, wenn diese Fehler nicht wären und dort so ein Pferd so leisen würde. Wäre noch schön gewesen. Kann man nicht aushalten. Ja, in dem wir das Szenario ist eigentlich relativ gut gemacht, aber ja, man könnte es etwas besser machen. Das glaube ich nicht.
Ja, der Bahnhof kommt hier schon in Sichtweite. Ja, der andere Kollege hier steht anscheinend auch nur rum.
Bowser. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt ein Szenario, welches Autobus, der Kommodus Klops, das nicht so fährt? Ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt mehr alles nach Rosa. Nach Rosa. Bei diesem Zug kann man ja auch den Fahrplan einstellen. Clusters, da links. Aber bei Notedung Cluster Davos habe ich jetzt noch nicht gesehen oder noch bisher nicht gefunden. Ja. Ich würde mich mal wundern, ob das eigentlich auch Edung dabei war oder nicht. Ah!
1 näher unserem Ziel. Ja, wir sind ziemlich pünktlich angekommen. Jetzt bin ich gespannt, wo wir den Zug hinstellen müssen. Neben Gleis 5, wo das auch immer ist. Hier sind wir müssen hier hinten hin. Gleis 5. Gut, die Weichen haben wir jetzt mal gestellt. Stellen wir zu ins Depot. Da wurde unsere Aufgabe erledigt. Ups. Ja, da sitzen immer noch Personen drin. Gut, haben wir das Szenario eigentlich geschafft. Jetzt mal behaupten, gut gemacht, Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Jo. Ja, wir haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Von dem her eigentlich nicht mal so schlecht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einer anderen Folge vom Tunnel Simulator 2018 wieder. Ja, bis dahin alles Gute und eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen. Tschüss.